Nun, was ist da delinquent? Und spricht euer Freunde auch oder nicht? Sprich, Paktierer. Könnt auch sehen, wie er wohl einen Eisenkragen um seinen Hals gelegt hat. Seine Hände sind in Fesseln und er hat wohl auch ein paar Striemen im Gesicht, die vielleicht von so etwas wie einem Knebel herrührten. Die letzten Tage habe ich nicht viel reden können. Wasser, gebt mir etwas Wasser. Naja, wenn ihr mir gebt, was ich will, dann bekommt ihr, was ihr verdient. Kriegt ihr. Ich hätte auch schon mit dem Paios-Geweihten gesprochen. Er wollte mir nicht zuhören. Ich bin Priester vom Witterkahl. Nostromopul Kess ist mein Name. Sie haben mich in der Wüste gefangen genommen. Was ich Ihnen vielleicht gar nicht so nachtrage. Die Behandlung danach allerdings sehr wohl. Ich hatte Ihnen gesagt, dass wir an einem Strang ziehen könnten. Jetzt gebt mir etwas Wasser. Ja, gut, das fängt ja hier gar nicht so schlecht an. Ich würde dem Mann tatsächlich ein bisschen Wasser geben, weil mein Ziel ist ja, dass er weiter kooperativ ist. Ja, du kannst auch sehen, wie seine Lippen aufgesprungen sind, rissig, und er kippt sich dann das Wasser ein bisschen ins Gesicht und dann eben auch in den Mund. Trinkt dann in großen Schlücken, bis er dann diesen Trinkbeutel auch in seinem Schoß liegen lässt. Wie gesagt, wir kämpfen auf der gleichen Seite. Ich habe von euch gehört. Die Helden, die Heptarchenschlechter. Nun, ich mag zwar ein Paktierer oder ein Priester sein, aber das mag uns nicht auf der falschen Seite stehen lassen. Ich habe auf der Plagenbringerin gedient, lange Jahre. Aber sie hat sich verändert. Und zudem, einst waren dort fünf Elemente vereint. Mittlerweile vielmehr keins. Charybdis mag dort noch ihren Zuspruch finden von all den Kreaturen des Meeres, aber Witterkahl und Agrimmort werden Ich verdammt. schlage mal das Zeichen des Dreiers bei solchen Du kommst gar nicht hinterher mit dem Preiszeichenschlagen. Welche Sprache spricht er denn? Das ist Garetti. Alles klar, gut, dann verstehe ich's. Oh. Ja, also, ihr habt lange auf der Planbringer gedient und auch eurem Götzen ist inzwischen aufgefallen, dass Dario nicht mehr in seinem Interesse handelt. Ja, vor allem nicht in dem von unserem. Hat lange Jahre funktioniert, Seite an Seite mit Charybdis, aber mittlerweile, seitdem wir den Schlund vom Nair verlassen haben, ist alles anders. Das Schiff ist feindselig geworden, auch gegen uns. Die Elemente sind verdorben. Und das sage ich als demjenigen, dem die vier zumindest gehören. Naja, und wie wollt ihr uns helfen? Ich war in der Wüste mit meinen anderen Gehilfen. Wir waren dort auf der Suche nach den Meteoriten, die runtergekommen sind. Meteorite und Meteoreisen, um es für den Kampf zu benutzen. Sie haben uns bei der Ausgrabung gestört und nun die Reste an sich genommen. Ja, und was habt ihr vor mit diesem Meteoreisen? Ja, zurück an Deck der Plagenbringerin mit irgendeinem der Schiffe. Und dann stoße ich ihm ein Dolch ins Herz, oder nun dem Herz selbst, dem Herz der Plagenbringerin, all den anderen Organen. Wenn sie sich nicht von uns beherrschen lässt, dann muss ich sie umbringen. Also habt ihr einen Plan, wo in der Plagenbringer bin? Ich wusste nicht, dass das Schiff weiblich ist, aber ihr kennt euch mit dem Schiff aus und wisst, Alle wo Schiffe sind die. weiblich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, die Plagenbringerin hat eine Seele, wenn man so will. Gut zu wissen. Und ihr kennt euch aus und könntet uns einen Lageplan zeichnen. Ich war oder bin Schwarzalchemist. Ich habe Tränke gekocht. Ich war kein Hausmeister. Aber
Normalerweise haben die Wände meinen Händen gehorcht. Ich konnte sie öffnen an den Stellen, wo ich sie öffnen wollte. Nun, bis zum Näher. Dann hat Bahamut alles verändert. Nun, und nicht nur Bahamut, sondern auch Murudal. Wenn ihr mich fragt, ist er der wahre Streppenzieher. Baligan hat schon längst aufgehört, sich für so etwas zu interessieren und tut, was Murudal sagt. Naja, mein Kamerad hat aber trotzdem recht. Selbst wenn ihr dort jahrelang gedient habt, müsstet ihr eine gewisse Orientierung uns bieten können, richtig? Eine gewisse, ja, aber wie gesagt, die Decks verändern sich, das Ding lebt. Ich dachte, ihr, habt ihr nicht dann Bord von eurem Schiff diesen Abelmir? Er hat auch selbst eine von den Archen gesteuert. Er sollte das doch wissen. Nee, aber die Planbringer ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Ja, das ist sie wohl. Außerdem müssten die strukturellen, integralen Bestandteile nicht an einem Ort bleiben, auch wenn sich Wände verändern und sich neue Kammern einziehen. So wird die Herzkammer doch immer an einer Stelle bleiben. Genauso wie das Steuerrad vermutlich an einer Stelle bleibt. Der Steuerbaum, ja. Es befindet sich ganz vorne, ragt auch über das Schiffsdeck hinaus. Das heißt, wenn ihr, ich weiß nicht, wie ihr es versuchen wollt, aber wenn ihr von unten entert, dann müsst ihr den ganzen Weg durch das Schiff laufen. Was ihr nicht schaffen werdet, um den Baum zu erreichen. Das Herz ist halt mittendrin, geschützt durch dicke Metallplatten und Wächterkreaturen. Wenn ihr mich fragt, solltet ihr einen Ayunor rufen oder nun irgendeinen flugfähigen Dämon und dann in den Steuerbaum vordringen, das Steuerwesen töten. Mittlerweile sind sogar drei, die da reingeschmolzen sind. Nun, und wenn ihr Steuerwesen zerstört habt, dann habt ihr zumindest nicht mehr die gesamte Arche gegen euch. Die Herzkammer ist von Metall geschützt. Ist es Unmetall oder tatsächliches Metall? Alles da ist Unmetall. Alles ist pervertiert. Die Schiffe werden gefressen und die Metalle umgewandelt. Seit vielen Jahren. Von was für Wächterkreaturen sprechen wir? Umeher, ja. Buktira, Krakonia, Heilreiter. Ich weiß es nicht, was er sich da ersondert. Naja, wird die in der Lage, uns zumindest einen groben Plan und eine Übersicht zu zeichnen, was an Bord war, als ihr noch an Bord wart? Selbstverständlich. Wir haben, vor allem auf dem oberen Deck, verändert sich nicht mehr viel. Der Leuchtturm ist als letztes dazu gekommen. Und das Auge. Ihr solltet allerdings euch nicht lange an der Oberfläche aufhalten, denn wenn das Auge euch von der Pyramide erfasst, dann gnaden euch die Götter. Ja, und ihr wollt euch wieder zurückschleichen und dem Herz einen Stoß setzen. Ich versuche, was ich kann. Entweder dem Herzen oder Paligan oder auf Morodal werde ich wohl nicht treffen. Wieso? Wo hält er sich denn auf? Weiß ich nicht. Ich glaube in der Pyramide. Die Vajat-Pyramide. Die haben sie auch aufgenommen. Ich verstehe. Na ihr wolltet dafür Meteoreisen sammeln, um ein Dolch zu schmieden. Ja. Wie gesagt, das hat der Prios-Pfaffe eingesteckt. Priester, verzeiht. Ihr könnt mich nicht beleidigen. Das war auch nicht meine Absicht. Es gibt noch ein paar andere Leute, die mittlerweile vielleicht unverhoffte Verbündete sind, aber viele haben es nicht rausgeschafft. Nun,
an Bord gibt es sicherlich nicht nur die, die Palligan und Morudal günstig gegenüberstehen, sondern auch die, die, wie ihr auch, das Ganze kritisch betrachten. Die meisten haben Angst, ja. Habt ihr Namen für uns von möglichen Ansprechpartnern? Wenn sie noch lebt, dann. Wenn sie noch lebt, dann ist die Martfrau. Jasmine Bötticher. Hm. Er kennt sie an der schorfigen Haut. Die ist ebenfalls eine Verderbte? Nein, ist sie nicht. Aber. Nun, verwahrlost, wahnsinnig. Manchmal flackert ihre alte Persönlichkeit noch auf, aber wenn ihr sie an Bord trefft, dann redet mit der Martfrau. Sie kann euch sicherlich helfen und euch die aktuellen Pläne geben, falls es sowas gibt oder euch führen. Mit welchen Verteidigungsmechanismen müssen wir an Bord rechnen? Direkt an Bord? Ja. All das Gekröse, das Gesocks. Ihr solltet Acht geben auf die Lederschwingen. Selainara ist die Königin von ihnen. Sie wird bei ihrem Nest bleiben. Wenn ihr irgendwie an Bord kommt, oder vor allem noch auf das Oberdeck, dann könnte es sein, dass ihr auf die Königin der Lederschwingen dort trefft. Holzgolems. Aber nun, früher wurden sie von uns erschaffen. Mittlerweile sind auch sie von der Essenz von Bahamut durchsetzt und diese weißen Maden ragen aus ihrem Holz heraus. Ansonsten der ganz klassischen Sachen, die eine jede Dämonenarche kann. Greifarme, die auch auf das Oberdeck schlagen mit ihren Spitzen. Entweder spießen sie euch auf oder die Gänge, die dann zusammenschnellen. Ihr müsst auf die roten Ranken und die Zweige achten. Dornen, die euch versuchen aufzuspießen, irgendwelche aufreißenden Löcher. Die ziehen euch dann unter die Borke und zerquetschen euch. Aufplatzende Adern, die fauliges, ätzendes Unwasser auf euch gießen. Tja, und natürlich Bahamut mit seiner Essenz. Seine Tentakel sitzen mittlerweile im Fleisch von der Plagenbringerin. Hm. Und ihr habt diese Holzgolems gebaut? Früher, nicht ich. Ich bin, wie gesagt, Alchemist, aber andere von den Priestern von Witterkahl. Habt ihr Maßnahmen getroffen, um sie gegebenenfalls zu deaktivieren? Nein. Sie sollten uns ja eigentlich gehorchen, aber wir wussten nicht, was wir da auf die Arche ziehen und mit der Pyramide verschmelzen. Das hat uns Morudal nie gesagt. Und dann war es zu spät. Naja. Was erhofft ihr euch, wenn ihr, nun ja, diesen Todesstoß gegen die Arche führt? Vergebung? Nein. Ich will einfach. Wir alle, wir wollten die Arche zurückerobern. Und da das erst nicht mehr möglich ist. Ja, er zuckt mit den Schultern. Wir wollen uns einfach rächen. Ganz stumpf. Die würde brennen. Und eine Ewigkeit in den grauen Landen verbringen. Bevor ihr noch hoffen könnt, vor Rätern zu treten. Tja. Seid ihr bereit, euren Herrn abzuschwören? Warum? Bereue das nicht. Ja, Priode, ich befürchte, das wird eine Diskussion für später. Er nennt sich ein Priester. Ich denke, das sagt uns alles, was wir wissen müssen. Dazu, wie er zu seinem Paktherrn steht. Wenn ihr im Inneren der Arche ankommt, ich weiß, wie gesagt, nicht, was ihr vorhat. Ayonor wäre vielleicht das Beste, aber solltet ihr irgendwie von innen in das Schiff reinkommen, dann sucht euch eins der Boote. Die sind von unten mit Unmetallen beschlagen. Mit den Booten könnt ihr dann in den Kanälen weiterfahren. Schwimmen solltet ihr in Kanälen nicht.
Ihr wollt euch wirklich auf diesen Plan lassen, euch von Dämonen helfen zu lassen? Nein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber... Nichts, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn sofort töten sollten. Vielleicht wäre er... Was würdet ihr denn verlieren, wenn ihr mir jetzt das Meteoreisen gebt und mich da reinschickt? Nichts würdet ihr verlieren. Ganz genau, das war meine Überlegung. Vielleicht ist es besser, jemanden vor Ort zu haben, einen Schläfer, der uns gegebenenfalls mit Informationen versorgen kann. Im Zweifelsfall fliegt er auf und stirbt. Nun, er hat seinen Kapitän, wenn ich so sagen will, schon einmal verraten. Was bringt euch dazu zu glauben, dass er uns, was wir ihm vertrauen können, dass er nicht ein zweites Mal Verrat übt und wieder nicht überläuft? Ich bin dagegen, dies vor dem Gefangenen zu diskutieren. Aber ich habe noch eine Frage. Wisst ihr, welche Generation die Lederschwingen dieser Tage sind? Ich bin kein Chimerologe. Sie sind alt. Vermiskul Maktar und diese andere haben sie erschaffen. Es war 1006, 1005. Irgendwie sowas. Und was haben wir jetzt für ein Jahr? 30? 31? Wir schreiben das Jahr 1031 im Namen des Herrn. Ja, dann haben sie schon einige Jahre auf dem Buckel. Und ihr erwähntet diese Königin der Lederschwingen. Selainara, ja. Hat das irgendeine Relevanz für uns? Würde es irgendetwas nützen, die Königin auszuschalten? Nein, aber sie ist besonders biestig. Nun gut. Dann sollten wir sie einfach nur meiden. Und diese Martfrau, nun, ein Kontakt ist gut und schön, aber wie sollten wir sie an Bord der Plagenbringer finden? Sie ist die Martfrau. Wo sie sich rum aufhält, weiß ich nicht. Vielleicht, wirklich viele Seeleute brauchen wir nicht, aber sie ist der klägliche Rest von... Versucht die kaiserliche Bireme Admiral Kronstadter zu erreichen. Vielleicht hält sie sich dort auf. Wenn ihr die Kronstadter findet, dann sollte sich dort die Martfrau aufhalten. Naja, was haltet ihr davon? Ich werde euch Papier bringen lassen. Und ihr notiert nochmal alles für uns, was ihr wisst. Kann ich machen. Gebt ihr mir das Meteoreisen? Das wird die Kapitana gleich entscheiden, aber wir werden erst nochmal beraten müssen. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tod. Und mit diesen Worten würde ich gehen und ihm Papier holen. Ihr solltet beten und Vergebung bitten, den Herrn Praios und seine 11 Geschwister. Ich bitte zu Witterkarl. Schlag das Preiszeichen. Ihr seid ein verderbter Ketzer. Ihr solltet brennen. Naja, blickt zu Zulamin, das höre ich seit Wochen. Dieses Gefasel. Ich glaube nicht, dass ihr sehr gut brennt. Nein, aber sehr giftig. Mit all den Ausdünstungen, die aus meiner Haut laufen. Die Inquisition kennt auch andere Mittel und Wege, euch ein Ende zu bereiten. Und das spielt jetzt gerade nichts. Rolle. Wir sollten uns zurückziehen und er schreibt noch einmal alles auf und währenddessen beratschlagen wir. Eure Götter mit euch. Ulamin nickt und beißt sich ein bisschen auf die Zunge, um nicht und mit euch zu antworten. Ich gebe euch eine neue Karte. Und zwar den oberen Teil der Plagenbringerin.
Ja, ihr könnt euch nach oben zurückziehen und nachdem Rafim sicherlich eine halbe Stunde, zwei Stunden später wieder reingetreten ist, währenddessen wird der Praius-Geweihte selbstverständlich in einem kleinen Vademekum lesen. Vielleicht auch extra laut, damit ihr es mithören könnt. Natürlich. Und die Gläubigen unterstützen. Ja, wenn Rafim dann nach zwei Stunden wieder mit dem Pergamenten ausgefüllt wieder zurückkommt. Es sind ein paar Brandflecke drin von dem Vitriol, was er ausgeschwitzt hat. Könnt ihr euch die Karten zumindest einmal besehen. Ja, das Wesen scheint wirklich riesig zu sein. Vorausgesetzt, das sind ganze Schiffe und Häuser hier. Diese Karten sind durchaus brauchbar. In der Tat. Damit können wir arbeiten. Diese Pyramide, sagt die irgendjemand von euch mehr als mir? Und scheinbar hockt Murudal da drin. Ich hatte verstanden, dass Paligan dort zu finden wäre. Oder habe ich das durcheinander gebracht? Nein, er sprach von Murudal. Dieser Bahamut, irgendwie etwas lässt meine Erinnerung klingeln, aber er wird in alten Sagen und Legenden erwähnt. Dass er wieder auf dieser Welt ist. Als Vater der Ungeheuer. Er war am Grund des Nährs gebunden und sie haben ihn, bin nicht sicher, ob befreit. Nach unserem Kenntnisstand ist das Auge Bahamut. Ihr dürft auf Sagen und Legenden plus 15 würfeln. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Abelmir-Probe. Soll ich für Abelmir würfeln oder für Praiodur? Ach so, ja, Praiodur, ja, das stimmt. Aber Abelmir ist ja gar nicht da. Abelmir sollten wir definitiv hinzuziehen. Ja, und der Praiodur, nach zwei Stunden. Praiodur muss auch weg, weil ich muss jetzt vielleicht gleich Sachen fragen, die will er nicht hören. So gut. Schicksalspunkt hast du schon ausgegeben. Nach zwei Stunden könnte dann auch sicherlich Abelmir dann auch dazugekommen sein. Es ist ja nicht so, dass ihr dann ihn nicht dazu holt. Kein Fall geschafft. Und nee, 19, 16, 19 auch nicht. Ein Wert von 12, aber das nicht. Der hat ja auch nicht so viele Abenteuerpunkte wie Abelmir. Du kannst mit Abelmir trotzdem würfeln. Ja, wir würden es Abelmir ja auch nicht vorenthalten. Nein, natürlich nicht. Ich habe jetzt mal gesehen, Ptolemien hat zugenommen, keine Ahnung, stimmt oder nicht, aber ja. Du musst zwei Punkte abziehen zur Not. Ich ziehe die zwei Punkte ab, aber du weißt von der Filiasson-Saga, dass sie wohl berichtet haben von einer Pyramide, die in dem Friedhof der Seeschlangen vergraben war. Da gab es viele von den Pyramiden, die waren alle entweder vergraben oder von Erde verschüttet. Aber so wie diese Pyramide aussieht, das sieht aus wie ein Echsentempel, der hier rein transferiert worden ist, würdest du meinen, oder aufgenommen, verschlungen und dann dorthin gebracht durch diese merkwürdigen Holzadern und Wege und Pfade, dann gedrückt. Nun, wie es scheint, hat diese Pyramide frappante Ähnlichkeit mit einer ähnlichen Pyramide, die in den Schriften des Filiasson erwähnt wird. Zweifelsohne ist die Echse des Ursprungs und diente der Anbetung dieser Kreatur. Also eine Art Tempel. Nun, nach dem exischen Glauben ist es eher eine Ablenkung, könnte man sagen. Die Echsen fürchten ihre, ich will nicht sagen Götter, aber ihre Entitäten. Es sollte den Blick auf den Tempel lenken und nicht auf die Achas. Ihr versteht? Frage ist, für welchen Hrangar? Denn wen Murubedal anbetet, wissen wir inzwischen. Wissen wir, dass diese Entität irgendeinen Einfluss am Friedhof der Seeschlangen hatte? Nun, Bahamut ist der Vater der Seeschlangen. Er ist der Schöpfer. Oh, ich sprach nicht von ihm. Ich sprach von der Dame mit der Sanduhr. Ja. Und ich denke nicht, dass die Achats diese Entität angebetet haben. Ich denke, es ist ein Tempel, ein
Augenmerk für diese Kreatur namens Bahamut. Nun gut, das ergibt wohl Sinn, wenn das Auge inzwischen an der Spitze befestigt ist. Und wenn wirklich Bahamut eng verbandelt ist oder verwachsen ist mit der Arche, nun, die Kräfte kann man fast nicht beschreiben. Eine halb dämonische, halb göttliche Kreatur. Stellt euch vor, ein Gigant würde sich mit einem anderen Giganten verbinden. Ich frage mich immer noch, ob dies sein Wille ist. Nun, eine Entität, eine solche Macht kann nicht gegen ihren Willen zwangsverheiratet werden oder zwangsvereinnahmt werden. Es muss mehr dahinter stecken. Vielleicht dienen sie sich gegenseitig, zu welchem Zweck auch immer. Nun, aber wenn sie verbunden sind, würde der Tod des einen auf jeden Fall der Tod des anderen bedeuten. Verstehe ich das richtig? Nun, eine Entität dieses Ausmaß kann nicht wirklich sterben, aber sie wird sehr viel Macht hier auf Dera verlieren. Nun, man bräuchte Titanium, um sie zu töten, nicht wahr? Nun, man bräuchte wahrscheinlich noch viel mehr als Titanium. Man bräuchte wirklich wahrhaft göttliches Metall. Titanium nicht göttliches Metall? Ich glaube, es ist das höchste Titanium, sondern Titanium ist das höchste. Wenn die Ketten des Namenlosen, oder? Yep. Eternium, Titanium, Endurium. Aber, also Titanium kannst du tatsächlich noch auf Aventurien finden. Das sind Krümel. Ich glaube, die Zwerge haben ein paar Krümel Titanium. Genau, die sind aber durch einen Meteoriteneinschlag da angekommen, ist okay. Himmlisches Metall. Okay, gut. Wird im Donnersturmrennen tatsächlich einmal aufgegriffen, weil der Donnersturm von Zwergen geschmiedet worden ist für Rondra. Das wusste ich gar nicht. Das sind Zwergenlegende, glaubt kein Mensch. Tatsächlich gibt es da einen Teil des Donnersturmrennens, wo man herausfinden muss, wo er geschmiedet worden ist. Also Eternium ist auf alle Fälle Göttermetall und Titanium auch eigentlich, wie gesagt, ist dann vom Himmel geschürzt. Aber Endurium kannst du ganz normal, es gibt drei Minen oder sowas, eine auf Maraskan. Eine im hohen Norden bei den Firnenelfen bzw. den Nachtalben und eine bei den Zwergen auch wieder. Ich glaube nicht, dass man mit Endurium ein halbgöttliches Wesen verlassen könnte. Warum so, nicht? So als wenn du einen Zahnstocher auf einen Bären einstehst. Aber also. deshalb war ja die Frage nach Titanium. Ja, hast du welches? Klar. Du hast einen Dolch. Titanium-Dolch. Zwei Dolche. Ja. Ich wollte gerade sagen. Und achso, das Schwert von Raphim habt ihr weggelassen. Ja, aber woraus ist ein Frumlar gemacht? Vermutlich die aus Titanium. Aus Endurium. Frumlar ist aus Endurium. Okay. Aber es ist halt von Kor gesegnet. Ja. Also es ist halt Kors persönliche Waffe gewesen. Eine von neun. Es ist halt der siebte Speer. Ich denke, unser Ziel sollte es nicht sein, Bahamut zu töten, denn das scheint mir vermessen. Vermutlich wird es eine hinreichend große Aufgabe sein, die Plagenbringer ins Herz zu stechen. Und wenn die Plagenbringer vergeht auch seine Macht hier auf Dera. Das meinte ich damit doch. Also streiten wir weiterhin gegen die Plagenbringer und nicht gegen diese Entität. Nein. Aber die Entität wird trotzdem ein Problem darstellen, wenn wir in ihren Blick fallen. Ja, der Paktierer meinte, wir sollten uns besser nicht an Deck herumtreiben. Naja, aber es klang für mich sinnvoll, zumindest in den Steuerbaum vorzudringen und die dort herrschenden Wesen zu töten.